Servus und hallo, willkommen bei Luxify bei einem neuen Review. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist denn schon wieder Weihnachten oder warum ist der Bub so schick gekleidet? Nein, wenn ich meinen Smoking hier, meinen guten alten, raushole, dann hat es meistens zwei Gründe. Entweder ich bin beim Captain's Dinner und wenn ich mich hier so umschaue, könnte ich nicht weiter entfernt sein von einem Kreuzfahrtschiff. Der zweite Grund, der lautet Bond. James Bond. Ja, der Geheimdienst Ihrer Majestät oder jetzt seiner Majestät, das erste Mal eigentlich, denn 1962, als der erste offizielle James Bond-Film rauskam, da war ja Elisabeth II. Schon auf dem Thron, glaube ich. Das heißt also, der nächste Bond, wann immer der kommen wird und wer immer das sein wird, ich bin's nicht, der ist der Erste, der dann unter einem König dient. Das ist ja schon der Wahnsinn. Ich schweife ab. 1962, erster Bond-Film. James Bond jagt Dr. No. Ja, 60 Jahre war das letztes Jahr her. 60 Jahre Bond, das große Jubiläum. Und Omega wäre nicht Omega, wenn man da nicht einfach auch mitgefeiert hätte und eine eigene Sonderedition rausgebracht hätte. Obgleich man 1962 bei James Bond nicht unbedingt direkt erstmal an Omega dachte. Aber man muss fairerweise sagen, sie sind jetzt seit 28 Jahren der offizielle Uhrenpartner von James Bond und damit länger als alle anderen Marken davor und auch mit einer der längsten Kooperationen überhaupt. Ich glaube nur Bollinger, da, die sind noch länger dabei, das müssten, die haben irgendwann vor ein paar Jahren 40 Jahre gefeiert, also sind es jetzt wahrscheinlich 44 Jahre. Und ihr seht schon, ihr bekommt jede Menge Hintergrundinfos heute über Bond, weil ich bin echt ein ziemlicher Bond-Fan und ja, entsprechend traurig und entsetzt und panisch saß ich hier letzten November, als ich gesehen habe, dass Omega ein riesen Event in London gemacht hat, zu eben 60 Jahre Bond. Und ja, ich saß daheim und war nicht dort und das hat echt, wow, das waren innerliche Schmerzen. Ich weiß, ihr fühlt mit mir, fühlt ihr? Nicht, oder? Egal. Auf jeden Fall, es war schlimm. Es war wirklich schlimm für mich. Und jetzt ist es aber so, dass ich relativ, ja, da ich nicht einer der nachtragendsten Menschen bin und insofern, als letzte Woche das Telefon klingelte und es hieß, wir haben die neue Bond-Uhr da, die 60 Jahre, die Omega Seamaster Professional Diver 300 Meter James Bond 60th Anniversary, so heißt sie, glaube ich, richtig. Da, und ob ich die reviewen will, da habe ich natürlich nicht lange gezögert, da habe ich nicht lange nachgedacht und jetzt ist die Uhr eben hier. Denn ich war wirklich mega gespannt auf diese Uhr, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wegen des Bandes, das Milanese-Band. Das ist ja das, wenn ihr mein Review zur No Time to Die damals gesehen habt, ich verlinke euch das gerne nochmal. Das war ja eigentlich mein Hauptkritikpunkt, dass das Band nicht richtig, nicht gescheit sitzt, bei mir zumindest. Da war meine große Frage, wird das anders sein bei der Uhr? Da kommen wir noch zu. Zweiter Punkt war, ja, als die Seamaster Professional, die Bond-Uhr, berühmt geworden ist, damals Pierce Brosnan und so, da hatte sie ja dieses Wellenzifferblatt. Dieses Wellenzifferblatt, muss ich sagen, fand ich immer ganz, ganz, ganz schwierig, ganz schrecklich, extrem kitschig. Also das war eigentlich der Grund dafür, warum mich die Reihe nie wirklich interessiert hat. Das hat sich geändert, als die neuen Blätter rauskamen, die Keramikblätter mit den etwas größeren Wellenlinien, 2018 war das, glaube ich, da habe ich dann so ein bisschen Frieden mit der Uhr gefunden. Und was macht Omega jetzt zur 60 Years? Sie bringen dieses feine Wellenmuster zurück. Warum nur? Warum? Ich verstehe es nicht. Das darf eigentlich nicht sein. Aber auf den ersten Live-Bildern, die relativ schnell im Forum auftauchten, weil da jemand sehr, sehr schnell die Uhr schon bekommen hat, da sah das, gerade im Zusammenspiel mit der Lünette, auf einmal gar nicht mal so schlecht aus. Eigentlich sah das sogar ziemlich gut aus. Und deswegen dachte ich, da bin ich auf den Live-Eindruck auch so ein bisschen gespannt. Der dritte Punkt natürlich, die Animation auf der Rückseite. Auch da kommen wir dazu noch. Jetzt starten wir aber erstmal mit einem Unboxing. Und ein Unboxing ist ziemlich blöd, wenn man die Uhr schon am Arm hat. 2 Jahre YouTube-Reviews und wieder nichts gelernt. Aber ich zeige euch einfach die Box. Ich zeige sie euch. Und ihr seht, da ist
Wow, das gibt, glaube ich, einen Moiré-Effekt, aber da kommen wir später auch noch zu. Also auf jeden Fall Wellenlinien überall. Ich versuche das mal hier gerade zu halten. Und hier vorne haben wir, jetzt sind da Fingerdatscher drauf, ich hasse es, ehrlich. Das ist so furchtbar, deswegen trage ich immer Handschuhe normalerweise. Hier sind diese drei Punkte, das kennen wir aus der Anfangssequenz von James Bond, das ist ganz typisch und wenn man den mittleren drückt, dann kann man die Box aufmachen. Hier drin erwartet uns Omega 007. Wir haben hier auch wieder ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, Wellenmuster. Hier ist dann nochmal die Uhr drin und hier neben ist dann noch ein, ja, ein, ist das ein Travel Pouch? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall 60 Years Omega 007 an Sackerl halt. Wahrscheinlich kann man da die Uhr dann reinmachen. Das ist also die Box. Und viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu zeigen. Viel mehr gibt es aber zu zeigen zur Uhr. Und da schauen wir mal ganz genau hin, was wir da haben. Wir haben da eine Omega Seamaster Professional Diver 300M, die einige Designelemente vergangener Omega-Bond-Uhren zusammenführt. So wie eben jenes besagte feine Wellenblatt, das die ersten Uhren zierte, die Pierce Brosnan in der Rolle am Handgelenk trug. Wir haben das Milanese-Band als Reminiszenz an die letzte Bond-Uhr, die No Time to Die. Übernommen hat man von dieser auch das wunderschöne Box-Sapphire-Glas sowie ein Zifferblatt ohne Datumsfenster. Das macht die Uhr natürlich sehr schön strukturiert. Ihr wisst, ich mag das. Ich mag Uhren ohne Datumsfenster. Das finde ich ganz schön. Wie auch bei der No Time to Die. Übernommen hat man hier auch, dass das Zifferblatt nicht aus Keramik ist, sondern aus Aluminium und auch das Inlay. Der Lünette ist in dem Fall nicht Keramik, sondern auch hier wieder Aluminium, wie eben bei der No Time to Die. Wir haben kein Dreieck bei der 12, das fällt auf und das irritiert auch erstmal im Moment. Aber das geht sehr schnell vorbei und diese 60, ganz ehrlich, bei einer Uhr für 60 Jahre James Bond, dass dann eine 60 drauf ist, da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Diese 60 leuchtet auch grün im Gegensatz zum Rest der Lünettenbeschriftung, die leuchtet blau. Das ist also dann auch nochmal zumindest so ein optischer Effekt, dass man sieht, da ist oben oder da ist halt die 60 oder da wäre das Dreieck normalerweise. Tja, und dann haben wir noch den Lollipop-Zeiger. Den kennen wir von der Seamaster 300 Spectre damals und der ist hier auch wieder verbaut. Viel mehr Reminiszenzen an ältere Omega-Uhren, Bond-Uhren kann ich jetzt gar nicht erkennen, aber das reicht ja letztlich auch. Besonders macht die Uhr natürlich das Motiv auf der Rückseite. Wir haben da einmal wieder diese Kreise, die wir ja eben schon bei der Box gesehen haben. Und dazu haben wir jene Animation der weltberühmten Eingangssequenz. Das ist hübsch gemacht, wie Bond da als Moiré-Effekt ins Schussfeld kommt. Angetrieben wird die entsprechende Scheibe über die Zentralsekunde. Das kennen wir schon von der Speedmaster Snoopy. Da sind es ja der zentrale Stoppsekundenzeiger und die kleine Sekunde, die quasi nach hinten durchs Werk durchgereicht werden, um dort die Sachen anzutreiben. Hier ist es rein die zentrale Stoppsekunde. Das Ganze bedeutet natürlich auch, dass das Werk ein bisschen höher baut. Man sagt, es ist ungefähr 1 mm. Ich habe jetzt mal nachgemessen mit meinen Möglichkeiten hier. Ich komme auf 14,2 mm. Ich hatte bei der grünen Seamaster, da hatte ich 13,9 mm gemessen. Das wäre jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Auf der Homepage schreibt man 14,3 gegenüber 13,6. Da wäre es ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist es deutlich mehr als bei der No Time to Die, weil die No Time to Die halt diesen flachen Rückendeckel hat ohne ein Sichtfenster und da spart man sich da entsprechend ein bisschen. Was auffällt, ist die Konstruktion dieses Rückendeckels hier in dem Fall, denn wir haben keinen Schraubdeckel, wir haben kein Naiad-System, wir haben einen geschraubten Deckel. Das heißt, wir haben also wirklich 7 Schrauben hier, die den Deckel festschrauben. Es sind keine 8, dann wären wir bei einem anderen Hersteller, sondern es sind 7 in dem Fall. Warum ist das so? Natürlich, weil bei dieser Konstruktion es wirklich auf ganz, ganz exakt Zeit ankommt, keinerlei leichte Toleranzen da möglich sein dürfen und deswegen ja, ist man halt auf dieses ein bisschen oldschool wirkende Format gegangen und hat die halt so mit kleinen Schrauben festgeschraubt. Wo wir gerade bei den Zahlen sind, die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, 42,3 war das, was ich gemessen habe. Über die Krone waren es 46,4 mm und Lug to Lug kam ich auf 49,6 mm. Gewicht liegt bei
156 Gramm mit dem 20 auf 18 mm breiten Milanese-Band. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt. Was ist jetzt mit dem Band und wie war der erste Eindruck beim Auspacken dieser Uhr? Der war tatsächlich extrem positiv und ich glaube, mir entwich ein mittellautes Wow, als ich die Uhr das erste Mal in Händen hielt hier. Das lag vor allem am Lünetten-Inlay. Denn diese Farbe ist wirklich ziemlich, ziemlich genial. Es ist ein sehr dunkles, sattes Blau und man muss einfach sagen, Keramik-Inlays hin oder her, natürlich, die sind besser, die sind robuster, die verkratzen nicht, die haben keinen Alterungseffekt und so weiter. Aber diesen Glanz, dieses Strahlen wie so ein Alu-Inlay, das kriegt man mit Keramik einfach nicht hin. Die sind anders schön, aber das hier ist wirklich extrem, ja, wie es früher war und wie ich aufgewachsen bin quasi mit den Uhren. Die hatten halt solche Inlays und deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Ebenfalls sehr schön ist das Glas. Das ist ein Boxed Sapphire Glas, wie eben auch bei der No Time to Die verbaut. Und das ist auch sehr hübsch. Das gibt dem Zifferblatt nochmal so eine gewisse Rundung. Das passt alles schon sehr gut. Dritter Punkt ist tatsächlich das Zifferblatt. Nicht, weil es das schöne Wellenmuster hat, weil ich es fast nicht sehe. Das liegt vielleicht auch ein bisschen mit an meinen Augen und dass ich ein bisschen älter werde. Aber für mich ist das ein dunkelblaues Blatt mit so ein bisschen leichter Struktur drin, die man gar nicht groß erkennt. Und das passt dann gerade in Verbindung mit der Lünette schon ziemlich gut. Ich werde wahrscheinlich nie Fan dieser Zeiger werden. Aber die gehören halt dazu, wie eben auch das Heliumventil bei 10 Uhr. Auch da habe ich bei vergangenen Reviews das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ich lasse es jetzt, es gehört halt dazu, es passt zu der Uhr, es macht den Charakter der Uhr oder dieser Uhrenserie aus und ja, passt schon. Kommen wir aber jetzt zum Band. Das war echt eine Überraschung. Was soll ich sagen? Man sieht es hier, es ist komplett perfekt von der Passform. Es passt absolut perfekt. Da ist kein Loch, da ist kein Spalt, kein gar nichts. Also die Uhr habe ich angezogen und sie saß sofort perfekt. Und da war ich wirklich überrascht und habe gedacht, okay, da haben sie vom Band der No Time to Die doch einen großen Sprung gemacht, dass das jetzt so viel besser ist. Ich war überrascht und begeistert zunächst. Dann bin ich irgendwann ans Fenster gegangen, um den Schein dieser wunderschönen Lünette im Sonnenlicht zu beobachten, schaute raus, sah auf die Schneereste, die da noch lagen und dachte mir, okay, es ist zweifelsohne Winter jetzt. Und die No Time to Die, die hast du getestet im Sommer, war sogar auf Mallorca, da war es echt warm. Jetzt ist es kalt und ja, das könnte sich zum Problem erweisen. Denn ich habe hier neulich dieses wunderschöne Tool hier gefunden, das ist ein Maßband, nennt sich das. Und natürlich kann man auch jedes andere Maßband nehmen, aber das fand ich ganz spannend, weil man kann hier zack und dann hat man seinen Handgelenksumfang. Und dieser Handgelenksumfang, ich kann euch das jetzt hier nicht zeigen, aber der ist aktuell ein bisschen unter 18 cm. Und ich weiß, im Sommer, da bin ich eher bei 18,5. Und dann wird das so nicht mehr passen. Das heißt, wir müssen dann ein Löchlein weiter gehen und das machen wir jetzt mal kurz. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Weiter, nicht enger. So. Und ja, wenn ich die Uhr jetzt anziehe, das sind 7 mm übrigens nur, also echt kaum was. Aber wenn ich die Uhr jetzt anziehe, dann sieht man, ne, da ist wieder dieser Effekt. Da ist schon wieder hier entweder da oder da. Irgendwo ist immer eine Lücke. Und dadurch, dass das Band so steif ist, kriegt man die auch nicht weg. Also es hat sich doch nichts geändert seit der No Time to Die, aber man muss sagen, aktuell, wie gesagt, passt es und es ist also eine höchst individuelle Sache. Ihr müsst halt einfach hingehen, ihr müsst euch das anschauen, ihr müsst schauen, wie das bei euch sitzt. Manchmal sitzt es, manchmal sitzt es nicht. Was übrigens ein bisschen doof ist, wenn ich das jetzt wieder in das engere Löchlein mache und ich will die Uhr öffnen, dann passiert das hier. Dann bleibt es so stehen. Warum bleibt es da stehen? Weil das Band exakt so lang ist wie hier dieser, dieser Flügel. Und dann muss man quasi erstmal dieses Band hier rausdrücken und
dann kann man die Schließe ganz öffnen. Das ist ein bisschen blöd. Passiert nur bei dieser Einstellung. Ich bin hier im mittleren der 7 Löcher. Da hätte man konstruktionsbedingt vielleicht auch das ein bisschen anders lösen können. Aber gut, was soll's. Ansonsten, ich sagte es ja bereits, ich bin wirklich, wirklich angetan von dieser Uhr. Ich finde sie echt schön. Und das Lustige an der Geschichte ist, seit ich sie hier habe, seit sie geliefert wurde, spielte es an 2 Abenden hintereinander GoldenEye im Fernsehen. Natürlich habe ich es mir beides mal angeschaut und beides mal habe ich diese Uhr dann am Arm getragen und habe dabei GoldenEye geschaut und fühlte mich fast wie, ja, 009, keine Ahnung. Falls ihr jetzt Motorsägengeräusch im Hintergrund hört, das gehört nicht zur James Bond Performance. Irgendwo sind sie gerade hier am Äste abschneiden. Ich hoffe, es kommt nicht zu sehr aufs Video. Ich war bei GoldenEye stehen geblieben und da gibt es in der Tat eine ganz witzige Story. Es ist etwas über 4 Jahre her, da war ich auf einem sehr, sehr spannenden Kreuzfahrtschiff und aß da zu Abend mit dem General Manager. Und wir saßen so da und ich hatte übrigens auch diesen Smoking an, weil es war Thanksgiving und die US-amerikanischen Gäste haben das natürlich entsprechend gefeiert. Und wir kamen natürlich auf das Thema Uhren. Und der gab mir seine Uhr und ich schaute drauf und dachte, oh, okay, ist eine Seamaster, ja, Quarz, ja, okay, warum nicht, kann man machen. Und dachte, ah ja, super. Und dann sagte er, ja, das ist die Uhr, die Sean Bean in GoldenEye getragen hat. Und dann dachte ich, ja, stimmt, die haben ja beide diese Quarz Seamaster getragen, ah ja. Und dann sagte er, nein, das ist die Uhr, die Sean Bean in GoldenEye getragen hat. Und da war ich natürlich dann, da dachte ich, wow, okay, das ist mal krass. Er erzählte mir dann auch die Story, wie er überhaupt an diese Uhr kam. Ich kriege sie nicht mehr 100% zusammen, deswegen lasse ich es lieber, ehe ich da irgendwas Falsches erzähle. Ich meinte auch, ich hätte ein Bild gemacht. Mein iPhone sagt, nein, du hast kein Bild gemacht. Schade, weil sonst hätte ich es euch hier gezeigt. Auf jeden Fall, da hatte ich mal kurz die Original GoldenEye-Uhr in der Hand. Hat man ja auch nicht jeden Tag. GoldenEye übrigens 1995, in 2 Jahren, also 30 Jahre GoldenEye und 30 Jahre Kooperation zwischen Omega und 007. Ist, würde mich nicht wundern, wenn wir da eine neue Sonderedition sehen werden zu diesem Jubiläum. Aber bleiben wir erstmal hier bei den 60 Jahren James Bond. Das ist auch eine Sonderedition. Also ihr wisst wahrscheinlich, die No Time to Die, das ist keine Sonderedition, das ist eine normale Kollektion. Bleibt auch in der normalen Kollektion. Das hier nicht, das ist zeitlich limitiert. Wie lange sie gebaut wird, weiß man nicht. Kann ein Jahr sein, vielleicht sind es auch 5 Jahre, vielleicht sind es auch 2 Jahre, bis dann die nächste kommt. Auf jeden Fall werden die Stückzahlen sicherlich nicht so hoch sein. Das liegt wahrscheinlich auch an der Konstruktion. Das kennen wir ja von der Snoopy. Wir wissen ja, wohin das dann führt. Ja, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit dieser Moiré-Scheibe? Schauen wir mal rein. Ich sagte ja schon, da macht man sich den Moiré-Effekt zunutze. Wir haben also letztlich einzelne Striche, die auf die Unterseite des Glases gedruckt sind. Und darunter haben wir diese Scheibe. Und die Scheibe, die ist mit einem Spiralmuster bedruckt. Und die dreht sich, in dem Fall entgegengesetzt im Uhrzeigersinn. Und zusammen mit den darüberliegenden Strichen werden dann nacheinander die 4 Phasen der Bewegung von 007 sichtbar. Kein Hexenwerk also, aber da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Das ist eine nette Spielerei. Braucht man das jetzt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Mir wäre ein geschlossener Gehäuseboden wie bei der No Time to Die tatsächlich mindestens genauso lieb gewesen. Vor allem hätte man dann nicht gesehen, dass das Kaliber, in dem Fall ist es das 8806, wie es auch bei der No Time to Die ist. Es hat sich also durch diese Zusatzfunktion jetzt die Kaliberbezeichnung nicht geändert. Und da sieht man halt schon, das ist deutlich kleiner als das Gehäuse. Das sieht man bei der normalen Seamaster Professional mit Glasboden zwar auch, da ist aber das Glas im Glasboden genauso groß wie eben das Werk selbst oder der Rotor selbst. Hier ist es das nicht, weil man ja draußen noch diese Punkte bedruckt hat, da ist das Glas größer und dann merkt man es halt deutlich mehr, dass das Werk halt ein bisschen kleiner ist. Ja, stört jetzt nicht wahnsinnig. Wie gesagt, es ist nett, es ist ganz lustig anzusehen, aber es ist jetzt für mich nicht entscheidend, muss ich sagen. Wo wir schon bei der Technik sind, wo ist der Unterschied zwischen 8800 und 8806? Natürlich 8800
Datum 8806 hat keins, das ist also ein bisschen anders als bei anderen Herstellern, wo das 00 ja manchmal das Grundkaliber ist und dann Datum und so weiter entsprechend andere Zahlen haben. Hier ist es umgekehrt. Ja, das 8806 ist ein Masterchronometer. Wir haben die Siliziumspirale, wir haben natürlich Koaxialhemmung, wir haben 25.200 Halbschwingungen, das sind 3,5 Hertz nur. Und es ist eine Gangreserve von 55 Stunden bei der Uhr. Wasserdicht bis 30 Bar, 300 Meter. Das hat sich also auch mit der neuen Konstruktion oder anderen Konstruktion des Bodendeckens nichts dran verändert. Was halten wir denn jetzt von der Uhr? Ganz ehrlich, ich habe mich verliebt in das Blau der Lünette, in den Lollipop-Zeiger, in das Glas. Ich kann mit der Lünette leben. Ich finde es, das Gesamterscheinungsbild mit dem Milanese-Band finde ich wirklich schön. Bauhöhe, ja, mit einem flacheren Deckel wäre es mir lieber gewesen, aber ganz ehrlich, so wirklich hoch baut sie auch so nicht. Die Größe ist ideal. Das passt wirklich extrem und ich muss sagen, dass ich gleich zu Anfang schon so ein gewisses Haben-Wollen-Reflex bei mir beobachtet habe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch die No Time to Die und da ist dieser Haben-Wollen-Reflex ja auch schon seit ein paar Jahren da. Das ist schwierig, denn die beiden Uhren sind eigentlich ja so gleich und trotzdem wirken sie so unterschiedlich. Das ist faszinierend. Und ich weiß, dass die Frage später kommen wird von euch, früher oder später, vor die Wahl gestellt, welche würdest du denn jetzt nehmen? Was mir wieder aufgefallen ist, das Gewicht von Stahl, das sagt mir deutlich mehr zu als das von Titan. Das ist einfach so und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Auf der anderen Seite mag ich bei der No Time to Die dieses etwas militärische Look und dieses glatte Zifferblatt halt auch sehr gerne. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, dieses Blau ist so fantastisch, berauschend schön. Und man hat hier natürlich die Möglichkeit, mit Bändern zu spielen. Also es gibt allein auf der Omega-Homepage habe ich einige NATO-Bänder gefunden, die wunderbar zu dieser Uhr passen würden. Dann haben wir natürlich noch das originale, normale Seamaster Professional Armband. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch an die Uhr passen wird. Wissen tue ich es leider nicht. Wenn ich da die Info habe, reiche ich sie euch weiter. Wäre jetzt aber auch nicht meine erste Wahl. Wir haben das Kautschukband, das blaue Kautschukband. Das geht, könnte man auch da dran machen. Schwarz und grün, ja, wer will schon, aber das würde jetzt, glaube ich, nicht so passen. Preise spielen ja auch so eine Rolle. Die 60th Anniversary, die orientiert sich ganz klar an der No Time to Die. Die hatte damals gekostet, ich habe nochmal nachgeschaut, im Mai 2020 hatte ich mein erstes Review dazu veröffentlicht, geschrieben, nicht Video. Da hat die Uhr 8.600 Euro gekostet. Heute kostet sie 10.800 Euro. Das sind über 2.000 Euro mehr in nicht einmal 3 Jahren. Das ist schon echt heftig. Wahnsinn. Auch die 60 Years hat ihre erste Preiserhöhung schon hinter sich, kostet jetzt 8.900 Euro. Und das bedeutet, sie lässt einen gewissen Sicherheitsabstand von 1.900 Euro zum Titanmodell, aber sie ist auch 2.500 Euro teurer als die normale Seamaster Professional mit Stahlband. Und die kommt mit Keramikblatt und die kommt mit Keramiklünette und die hat ein Datum und. Das ist ehrlich gesagt schon ein ordentlicher Aufpreis, Moiré-Effekt hin oder her. Und das sind die Preise für Österreich. In Deutschland wird das noch ein bisschen skurriler, weil aus welchem Grund auch immer, diese Uhr hier, die kostet in Österreich und Deutschland genau das Gleiche. Seltsam. Ist normalerweise nicht so. Alle anderen Modelle sind nämlich in Deutschland 100 Euro günstiger oder in Österreich 100 Euro teurer. Das liegt halt einfach an der unterschiedlichen Mehrwertsteuer hier. Bedeutet in Deutschland ist die Uhr sogar 2.600 Euro teurer als die normale Seamaster und nur 1.800 Euro günstiger als die No Time to Die. Was wäre jetzt meine Entscheidung? Das ist wirklich, wirklich schwer und ich habe lange nachgedacht und ich vermute ganz stark, dass es so ganz knapp in Richtung No Time to Die bei mir gehen würde. Warum? Weil sie einfach noch eine Spur außergewöhnlicher ist und weil es halt die Uhr ist, die James Bond halt auch wirklich im Film getragen hat. Auch wenn ich über den Ausgang des Filmes immer noch nicht ganz begeistert bin. Aber lassen wir das. Eigentlich braucht man, glaube ich, beide. Die No Time to Die fürs Grobe und die hier für das Elegante, für den Anzug, ne? Das, oder für den Smoking.
Übrigens, natürlich, ich weiß, man trägt keine Uhr zum Smoking, aber wir sind Uhren-Nerds und wir machen das einfach. Wir setzen uns über dieses Gesetz hinweg. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Was würdet ihr machen? Würdet ihr zur No Time to Die greifen? Würdet ihr die neue 60 Years nehmen? Was gefällt euch an der Uhr? Was gefällt euch vielleicht nicht? Sagt ihr, nee, ich bleibe lieber in der Standardkollektion mit der grünen beispielsweise oder der blauen mit dem silbernen Blatt und kaufe mir vielleicht dieses Milanese-Band nach? Gibt es wahrscheinlich auch in verschiedenen Größen, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne hier in die Kommentare oder ins Forum, wo immer ihr mögt. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, dann freue ich mich auf euer Like. Jetzt kann man es nochmal hier. Ja, schön, oder? Lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht schon habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Genießt die Zeit. Gehabt es euch wohl, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.